Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 Landhausleben. Und ja, letzte Woche ist ja ausgefallen. Habe ich einfach vergessen, eine neue Folge aufzunehmen. Und diesmal ist ja wieder eine Folge da. Und wir haben beim letzten Mal Botenaufträge erledigt. Und uns fehlt eigentlich noch ein Botenauftrag, und zwar goldene Wolle abgeben. Aber ich glaube, dass uns noch das Rezept dazu fehlt. Und was gießt du da bitte? Tomatenstrauch. Okay. Wenn du das so gerne machen möchtest, bitte. Aber ja. Waren am Grünzeug. Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, das letzte Mal eigentlich schon dran nachgeguckt gehabt, ob wir da schon das Rezept kaufen können. Haben aber auch andere Rezepte noch gefunden, die wir noch nicht hatten. Kann ich denn jemandem anderen irgendwie noch Botengänge nach? Irgendwie noch dingsen? Also du hast hier blaue Marmelade. Dünger, englische Creme, eingemachte Wassermelone, Fangblume. Vielleicht könnten wir da die vielleicht mal dingsen. Fruchtleckerchen können wir schon, und gesundes Leckerchen glaube ich auch. Kürbisleckerchen haben wir drauf. Mitternachtsleckerchen. Ich glaube, das sagt mir noch nichts. Außer wir haben beim letzten Mal da schon gekauft gehabt. Aber ja, was soll's. Kaufen wir halt das doppelt und dreifach. Würziges Leckerchen, das können wir auch mal kaufen. Wo kann ich das denn nachgucken? Notizbuch. So, wir haben hier Mitternachtsleckerchen, Kuhbär-Marmelade. Auswirkungen auf Hühner: verwandelt ein Huhn in ein boshaftes Huhn. Die Kuh gibt Obsidianmilch. Oh, sehr schön, dass wir das jetzt auch können. Das Lama wird schwarz und liefert beim Scheren schwarze Wolle. Auch schön, dass wir das jetzt auch können. Und wir können doch auch noch würziges. Wo war denn jetzt das Würzige? Wenn ja, das Rezept Partyleckerchen. Ach, das ist das Würzige, oder was? Veggie, gesundes. So, gut. Ach, guck mal, ist das nicht die Bürgermeisterin? Nee, Pubbesitzerin. Sollen wir die vielleicht mal fragen, ob die irgendwie Botengänge hat? Da, guck mal. Da können wir doch direkt nochmal neu nachfragen. Jetzt bitte nicht so laut, ja? Was hast du denn für uns? Ich würde ja gerne annehmen, dass etwas Großartiges und Rätselhaftes im Gange ist. Aber um ehrlich zu sein, ich glaube, es ist nur wieder irgendeine Albernheit. Belohnung, ein Coupon für Lieferkosten einer Lebensmittellieferung, ein Kreuzstichmuster und eine ungewöhnliche Milch. Aha. Ja, von mir aus. Was sollen wir denn machen? Mysteriöse Geschenkeverteiler finden. Was? Moment mal, seit wann ist hier denn eine andere Lebensmittelhändlerin? Was ist mit der alten passiert? Willst du mich verarschen? Unfug, lieber nicht. Ja, wir mögen keinen Unfug. Annie mag keinen Unfug. Aber wo ist jetzt die andere hin? Ist sie in Rente gegangen? Avocado, Barsch, Birne, Ei, eingepacktes rotes Fleisch, Erdbeermilch, Flasche Milch, grünes Ei, Käse, Lachs, Paprika. Oh, ho, ho, ho.
Wir könnten dich eigentlich mal freundlich, uns freundlich mal vorstellen. Mann, jetzt hör doch mal auf, ich rede mit dir. Okay, wie finde ich das heraus? Andy sollte Sims fragen, ob sie heimlich Geschenke verteilen. Wo fange ich denn dann am blödesten mal an? Die sind hier doch gar keine Geschenkeverteiler, oder? Fragen, genau. Sie können wir mal fragen. Da draußen gibt es einen Sim. Nun ja, ich denke, es könnte jeder sein, oder? Das ist ja das Mysteriöse an der Sache. Wow. Wir könnten auch mal sie fragen. Auf jeden Fall werden wir dich erstmal uns fröhlich vorstellen. Deswegen musst du doch nicht gleich deinen Laden zumachen. Fragen. Ein mysteriöser Geschenkeverteiler, wie überaus rätselhaft. Ich frage mich, wer dahinter steckt. So, was hast du denn noch? Oh, wen haben wir denn da? Ich freue mich immer, ein neues Gesicht im Dorf zu sehen. Würdest du so lieb sein, mir bei ein paar Dingen zu helfen? Ich habe gehört, dass es pikanten Tratsch geben soll. Aber ich habe nur zwei Ohren. Das ist dann wieder sowas. Und dann, wie klappt es mit deinem Garten? Du hast doch einen Garten, oder? Ich bin immer auf der Suche nach neuen Pflanzen. Es ist also abgemacht. Du wirst mir helfen? Ach so, ich darf nicht. Belohnung, Riesenfüllen, Dünger und die Möglichkeit, eine Beere oder einen Pilz zum Pflanzen zu erhalten. Klar. Was soll ich dir denn bringen? Einen selbstgezüchteten Kürbis ernten. Einen selbstgezüchteten Kürbis. Habe ich überhaupt schon Kürbissaat? Warte, hier, sie können wir noch fragen. Würdest du dich vielleicht mal auf Madame konzentrieren? Warum bist du denn immer so traurig? Das ist einfach nur ein Feiertag gewesen. Immer dieses Fragen, ob heimlicher Geschenkeverteiler ist. Na, bist du es? Oder bist du es nicht? Was in unserem kleinen Dorf doch für seltsame Dinge geschehen? Du wirst das Rätsel lösen, oder? Du bist es nicht, ne? Du wohnst ja nicht in unserem Dorf. Was ist denn jetzt los? Was ist denn los hier? Könntest du mal fragen? Wer bist du? Oh mein Gott, er hat Hunger. Würdest du dich trotzdem jetzt mal darum kümmern, die zu fragen? Ei, Mama. Peter Fee ist in die Jahre gekommen, ja. Leo ist in die Jahre gekommen. Sag mal, hast du die jetzt gefragt oder nicht? Ich glaube, das wird hier nichts, oder? Guck mal, es gibt jetzt sogar einen anderen Lebensmittellieferant. Das darf doch nicht wahr sein. Sag mal, was ist denn hier? Seid ihr alle irgendwie nicht mehr ganz sauber? Was ist denn jetzt? Verdreißliches
Dann geh doch heim, Andy. Geh mal heim. Weißt du was? Wir sollten tatsächlich mal heimgehen. Wir müssen duschen. Wir müssen einen Kürbis anpflanzen. Unsere Lea, die ist auf der Arbeit. Du könntest vielleicht Futter verstreuen. Und jetzt werden wir mit niemandem reden. Du gehst jetzt erstmal ein Schaumbad nehmen. Ah, du fährst ja tatsächlich mal mit dem Fahrrad. Es ist so wunderschön. Ne? Und dann müssen wir ja noch irgendwie gucken, dass wir. Ja, wir müssen. Oh, Mann, Junge! Lass dich jetzt nicht aufhalten! Aufgebracht. Ich weiß nicht, wie ich die eigentlich wieder normal kriegen soll, ne? Die Bienen. Zum Mittagessen. Was ist denn das? Weißkuchensuppe. Nudeln mit Schweinehack. Knoblauchnudeln. Weißt du, erst war er traurig, jetzt ist er. Oh. Da könnten wir doch mal mitmachen. Ernten. Aber erst müssen wir was essen. Oh Mann, Junge. Was ist mit dir? Du hast auch Hunger. Wie wäre es, wenn du dir vielleicht mal Reste nimmst oder so? Wir haben aber nichts zu essen. Super. Edgar ist aufgrund unzureichender Pflege bereits eine ganze Weile unglücklich. Wir hoffen, dass Familie Jane bald zur Vernunft kommen wird. Was? Och Mann, Junge. Warte. Warum bist du unglücklich? Mann, ich habe überhaupt keine Zeit dafür. Wir müssen doch auch noch auf dem Markt mitmachen. Was ist denn los, Edgar? Hä? Dann werden wir dich mal ein bisschen füttern und putzen. Und dein. Ausgehungert. Oh, könntest du mal zum Ende kommen mit deinem Scheißfraß? Alter, und jetzt nerven die Bienen wieder. Och Mann, Mädel. Jetzt nervt auch nicht. Die können nicht mit in. Alter, du bist sowas von hinten dran. So, mein Freund. Ich wollte dich putzen. Ich wollte dich füttern. Nee. Oh mein Gott. Wie wär's? Okay, könntest du Edgar putzen? Damit er. So, dann werden wir dich auch mal streicheln. So, Zufriedenheit, okay. Mann. Darauf muss ich. So, was ist los? Ja. Wie sieht's denn mit dem Stall aus?
So, ich möchte jetzt gerne auf den Markt gehen. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Alma ist auf. Oh, hey. Sag mal, wir haben uns doch. Sag mal, was machst du denn jetzt? Alter, wir kommen nie auf den Markt. Warte. Findet hier auf dem Dorfplatz statt. Samstags von 15:30 bis 21. Warte, hier können wir doch direkt mal unseren Kack hier abgeben. So. Edgar ist glücklich. Du wirst jetzt erstmal hier dich um die Dings kümmern. Und du gehst zu dem Markt. Genau. Wir wollen doch unseren Pilz mal einreichen, oder? Kleiner Kopfsalat. Damit werden wir doch. Wo bleibst du, Junge? Der Markt ist gleich zu Ende. Riesenpilz. Da, guck mal. Wunderschön, oder? Perfekt. In einen Stuhl verwandeln? Das können wir uns auch mal angucken. Der ist wunderschön, der Pilz. Kann ich hier auch noch was? Nee, wir haben keinen Kuchen. Notizbuch öffnen. Und was soll das? Riesenpilz. Riesenkürbis. Sag mal, wir haben noch keinen eigenen Kürbis angepflanzt, ne? Was soll das jetzt? Hä? Dankeschön. Annie ist heute der Geschenkfreund von Sarah. Sie freut sich, Annie als Mitglied der Gemeinschaft ein Geschenk zu machen. Dankeschön. Ich bin mal gespannt, ob wir, guck mal da, die haben alle voll kleine Früchte mitgebracht. Müssen wir mal gucken. Ach, guck mal, wir sind ja auch tatsächlich weitergekommen. Das letzte, was wir ja gebraucht haben, war ja diese Riesenfrucht. Maximale Beziehung mit einer Kuh, einem Huhn oder einem Lama erreichen, das haben wir auch. Drei Geschenke von Hasen oder Vögeln erhalten. Einen Wettbewerb auf dem Markt von Finchwick in Hanford-Obel gewinnen. Unter Umständen kriegen wir das jetzt hin, ne? So, ich guck mal in der Zwischenzeit, wie unsere Kuh drauf ist. Wir müssen eigentlich mal den Viehstall säubern. Und was ist mit dir? Du hast Hunger, dann. Sollten wir eigentlich mal was zu essen machen? Kannst du irgendwas zaubern? Abendessen servieren. Gedünsteter Fisch. Mal. Der Obstbaum wächst. Oh, was ist denn das für ein Obstbaum? Warum heißt der Obstbaum? Auch interessant. Oh Mann, bitte, hör auf. Salzo ist jetzt ein ausgewachsener Hahn. Ah, okay, sehr schön. Was haben wir hier? Toller Wettkampf. Wir müssten eigentlich selber jetzt mal. Was wird denn das? Ach, warte mal. Kompliment über Wettbewerbs. Das Festival endet in einer Stunde. Da bin ich mal gespannt, ob wir gewinnen, ne? Da müssen wir mal fragen, ob sie der geheime Geschenkeverteiler ist. Können wir nicht? Ich weiß nicht, wann ich das alles abschließen soll, ne? So. Unseres kann nur gewinnen. Das ist perfekt. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Was ist denn besser? Aha.
Ah, gut gemacht. Eine kluge Schlussfolgerung. Was hältst du davon, wenn wir dem Sim ebenfalls ein Geschenk überreichen? Ich habe dir doch eben Kuchen gegeben. Ist das, von wem haben wir denn eigentlich diese? Von wem? Okay, was ist das? Oh, die Bewertung findet statt. Zuschauen, nee, das muss doch jetzt nicht sein, oder? Hoffentlich gewinnen wir mal. Goldene Wolle, einen ganzen Kuchen zum mysteriösen Geschenkeverteiler bringen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, wir haben gewonnen, oder? Andy hat das Rezept für würzige Leckerchen freigeschaltet. Ja, das ist toll. Und was bringt das uns? Ui, 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 das ist aber eine scharfe Sache. Das nächste Ei der Henne ist ein Obsidian. Ah. Dann gibt es Feuermilch und das Lama wird rot und liefert bei dem Scheren. Glückwunsch, deine Riesenfeldfrucht hat den ersten Platz auf dem Markt gemacht. Ich hab doch gesagt, der Pilz, den kann keiner dingsen. Sehr schön. Warte mal. Wenn sie doch. Ja, super, jetzt habe ich die Bar. Wo ist sie denn? Nicht mehr da. Super. Muss ich beim nächsten Mal machen. Weil dann kriegt dann nämlich unsere Barbesitzerin ein Geschenk. Da müssen wir noch uns darum kümmern, dass wir von den Tieren oder Hasen irgendwie drei Geschenke bekommen. Und dann hätten wir das Bestreben abgeschlossen. Und dann kriegen wir dafür Naturversteher. Oh, wie schön. Haben wir dann sonst noch irgendwas? Nee, ne? Na gut, dann würde ich mal fast sagen, mache ich an der Stelle jetzt einen Cut und wir sehen uns wie immer in einer neuen Folge. Und bis dahin, bleibt gesund, habt Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.